So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dark Souls. Ich bin wieder vorbereitet, neue Aufnahme, neuer Tee. Wir haben nach wie vor unsere okkulte Keule. An sich eine ziemlich gute Waffe für die Gegend, zumindest gegen einen ganz bestimmten Gegner. Und ja, wir müssen erstmal wieder unser verlorenes Gut zurückholen. Gab es nicht irgendwo ein? Ach, und ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, Okkult macht tatsächlich erhöhten Schaden gegen die Silver Knights. Was natürlich unter solchen Bedingungen auch nichts bringt. So, komm her. Boah, ich krieg's echt nicht in die. Okay, vergessen das mit dem verlorenen Gut. Ich dachte kurz. Nee, da habe ich kurz. Egal. Ihr wisst, was passiert ist. Ihr habt's gesehen. Ich möchte kurz sagen, ich habe mal nochmal nachgeguckt, was Okkult, also gegen was Okkult alles besser ist. Einmal die Silberritter. Ein paar bestimmte Bosse. Die Wächter von Anor Londo, also diese riesigen komischen Golems, Bronzeviecher oder was auch immer das für welche sind. Was zum. Ich habe doch geblockt? Was war das denn? Ich habe doch zur Seite gedrückt. Oh Mann, ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen, habe ich das Gefühl. Ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Also man kann sagen, es gibt Okkult und Göttlich. Beides skaliert mit Wille. Was ja quasi auch die Wunderstärke und sowas betrifft. Ich will den jetzt erledigen, einfach nur so, um zu üben, sage ich mal, und wieder ein bisschen reinzukommen ins Spiel. Was zum. Ach, was war das denn? Die Scheiße ist halt auch, dass ich den absolut nicht unterbrechen kann. Jetzt habe ich ihn kurz gestaggert, okay. So, beide nicht geführte Keule. Draufspringen, passt. So, hier oben werden wir auch noch genug Ärger haben. Ja, komm. Der Vollständigkeit halber. Die dürften eine relativ hohe Blitzresistenz haben, aber trotzdem. Oh, die relativ hohe sorgt dafür, dass sie trotzdem fast alles verlieren. So, passt. Man kann jedenfalls sagen, Okkult. Auch die schwarzen Ritter kriegen erhöhten Schaden durch okkulte Waffen. Man kann quasi sagen, Okkult ist immer stärker, wenn irgendwas göttlichen Ursprungs ist. Also irgendwie speziell mit Gwyn im Zusammenhang steht. Während hingegen lustigerweise göttlich immer dann stark ist, wenn irgendwas mit Nito im Zusammenhang steht. Kann man hier durch? Jo. Das Zimmer hier macht mir irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, nicht Angst, aber. Irgendwer schießt. Hübsches Bild. Keine falsche Wand. Da steht schon mal jemand. So, komm mal her, Silberritterchen. Haha. Ernsthaft? Ich bin zu blöd, habe ich das Gefühl. Und der Tee ist wahrscheinlich noch zu heiß zum Trinken. Super. Ich muss mich echt noch an das Moveset von der Keule gewöhnen. Das ist ein bisschen anders als vom Streitkolben. Muss ich halt auch daran gewöhnen, dass man wirklich eine lange Zeit hat, in der man angreifbar ist.
Kann ich den ignorieren oder bemerkt er mich? Der bemerkt mich. Den muss ich plätten. So, in den Rücken. So einfach kann es gehen. Ich find's so bescheuert, dass der starke Angriff von der Keule immer ein Sprungangriff ist. So, wir waren hier drin. Und der auf der Seite ist auch wieder nur ein Schwertkämpfer. Natürlich dreht er sich... Was war das denn? Warum zum Henker hat er plötzlich das mit dem Anvisieren nicht hingekriegt? Hat sich umgedreht? Und... Ach. Steuerung an diesen Stellen ist teilweise... Gnarf, nee. Mag nicht. Schnell dreht er sich bitte um. Ach. So, ich muss es irgendwie hinkriegen, hinter den Rücken zu kommen. So geht's. Zack, erledigt. Idiotensichere Taktik, möchte man meinen. So, verlorenes Gut aufgenommen und jetzt... Wir sind mir entschieden zu eng, wenn ich ehrlich bin. Aber so klappt's. Ah, direkt zu früh angegriffen. Zack, erledigt. Hier möchte ich aber noch nicht lang, weil ich weiß, wo es da hingeht. Zumindest erinnere ich mich da noch dran. Ich wollte ihn unbedingt mal erledigen. Du da vorne, du schießt, oder? Ja. So, komm her. Zack. So läuft's. Hier ist aber sonst nichts. Können wir noch schauen, ob wir durch die andere Tür kommen? Ansonsten müssen wir nach oben. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ist ja super. Da graut es mir so ein bisschen vor. Man sieht, hier sind mehrere von den Silver Knights. Okay, der hat mich bemerkt. Den versuche ich möglichst schnell alleine zu erledigen, bevor mich der Rest bemerkt. So. Ich meine, es gibt hier noch einen dritten irgendwo. Könnte auch sein, dass ich mich irre. Nee, bisher sieht's so aus, als hätte ich mich geirrt. Da hat er uns aber auch gut einen mitgegeben gerade. So. Und drauf.
Wenn man eine Taktik hat, funktioniert es auch. Ich gehe erstmal hier lang. Gerade ist ein bisschen... Ah, Moment. Nee, ich glaube, ich muss sogar erst den anderen... Oder der andere Weg ist vielleicht doch erst günstiger. Was werden wir hier wohl so sehen? Pass auf, Charmeur. Achtung, Bösewicht. Ach, wen haben wir denn hier? Hallo, Siegmeier. Whatever can be done. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. Ach, stell dir nie so an. Öffnen wir mal die Tür und schauen, was hier hinter ist. Wir sehen schon mal einen. Leider nicht erwischt, weil ein Bett oder sowas im Weg ist. Und hier steht direkt noch einer. Oh. Der hat mich jetzt nicht echt an die... Okay. Ich dachte kurz, der hätte mich so an die Wand gedrängt, dass ich gar nicht mehr wegkäme. Hier habe ich jetzt eh ein Problem. Ich bin hier vorbeigekommen. Komm, folg mir nach oben. Da habe ich ein bisschen mehr Platz, weil ich möchte nicht so kämpfen, dass ich unter Umständen Siegmeier treffe. Komm hoch. Genau, hier raus. Und hier gebe ich dir jetzt so auf die Schnauze, wie du es verdient hast. Wenn ich mich nicht treffen lasse, dann... Okay, jetzt habe ich nicht mehr so viel an Heilung. Jetzt nehme ich lieber fürs Heilen wirklich Heilung. So. Einer ist geschafft. Mal schauen, wie viele noch unten sind. Jetzt muss ich wirklich konzentriert spielen. Ich habe nur noch einen Estus-Flakon. Hast du überhaupt gemerkt, dass ich die Tür aufgemacht habe? Ja, augenscheinlich nicht. Das sind sogar mehrere, also sind noch zwei da. Kriege ich den einen, ohne dass mich der andere bemerkt? So, super. Hat er den Fehler gemacht, sein Schwert zu ziehen und direkt anzugreifen. So, das war's. Siegmeier, der Weg ist frei. Oho, what's on your mind, friend? Wait, you defeated those monsters? Fantastic. I'm saved. This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Ah, danke. But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Okay. But be warned. Ja. Dann gucken wir hier also mal. Hier ist jetzt noch eine Tür und... Echt oder nicht? Echt. Schwein gehabt. Dämonentitanit. Gucken wir jetzt mal, was hinter der Tür ist. Oho, wir kommen hier wieder in den Gang. Bringt uns nicht wirklich was, weil dieser Weg insgesamt gefährlicher ist als der andere, habe ich das Gefühl.
Aber es geht. Jetzt könnte der Tee vielleicht sogar eine Temperatur haben, dass ich ihn trinken kann. Perfekt. Und weiter im Text. Noch 5 Blitzspeere, ein Estus-Flakon. 1-2 Gegner kriegen wir auf jeden Fall noch mindestens platt. Okay, wo sind wir hier? Oh, das linke kommt mir sehr bekannt vor, das rechte hier weiß ich nicht. Da geht's runter zum Silver Knight, der ein paar Truhen bewacht. Ist da sonst noch wer? Jo, einer, der mich bemerkt hat. Auch noch mit einem Speer. Das ist, finde ich, ein bisschen härter sogar. Hier war die Tür raus. Dass ich ihn hier rauslocken kann und ein bisschen mehr Platz habe. Also hier auf dem Gang noch nicht direkt. Obwohl, nee, verdammt, das ist eigentlich dumm gewesen. Ich hätte im Raum sogar mehr Platz gehabt. Komm nochmal mit zurück. Hier ist mehr Platz. Das Problem ist halt, dass das Moveset von den Speerträgern natürlich ein komplett anderes ist. Aber Dark Souls ist eben auch, finde ich, eines der wenigen Fantasy-Settings, in denen Speere mal ernsthaft eine Bedrohung darstellen. Geschafft. Der ist hin. Immer wieder zur Seite, blocken, zur Seite, blocken und immer wieder mal einen reinsemmeln. Dann passt's. So, der da unten, hier haben wir Platz. Oh, und du bemerkst mich noch nicht mehr direkt? Dann gibt's einen Blitz. Macht mir den Kampf danach einfacher. So. Sind die beide echt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Hier sind sie. Was haben wir? Silberritter, Rüstung und Helm. Die wahrscheinlich dann die Gamaschen und die Stulpen, genau. Und hier geht es wahrscheinlich einfach nur wieder irgendwo raus. Abkürzung oder so. Ja, hier geht es nämlich wieder zum Leuchtfeuer. Super. Das ist schön. Gefällt mir. Ich glaube, ich schaue noch kurz in den anderen Raum, weil ich bin mir, aber ich bin relativ sicher, was da ist. Nämlich ein Titanit-Dämon. Könnten wir aber sogar noch schaffen, insbesondere weil wir uns leicht zurückziehen können. Was habe ich gesagt? Alter, wieso hat er mich erwischt? Ich bin doch gerollt. Okay, jetzt sollten wir uns zurückziehen. Hier war doch irgendwo eine... Scheiße, bin ich an der Tür vor... So. Heilung, Heilung, Heilung. Und zurück zum Feuer. Dann machen wir das nachher nochmal. Schluck Tee. So, wie viel brauche ich noch für einen Aufstieg? Kaum was. Mache ich hier, glaube ich, einen Silver Knight platt, dann habe ich den schon. Ich glaube, das mache ich einfach jetzt mal. Ich meine, hier ist ja direkt einer auf dem Weg. Oder, ach nee, Quatsch. Moment. Habe ich mich vertan? Auf der anderen Seite war der, okay. Boah, wer macht das einen Unterschied? Ich kann den auch jetzt platt machen und dann... Ich bin ein bisschen durch den Wind, glaube ich. Noch ein. Ach, wenn die so blöd sind und in diesen Ansturm gehen und den Schild runternehmen. So, jetzt müsste es reichen, oder? Oder fehlen vielleicht 100 Seelen oder so, glaube ich. Wahrscheinlich sind es jetzt 100 Seelen. Nee, es passt. Natürlich Wille. Oder gehe ich auf Zauberei bei 15? Nee, es gibt noch keinen neuen Zauberslot. Erstmal Wille. Mehr Damage.
Und natürlich mehr Defensive, was immer gut ist. So, Freundchen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Da war ich wieder übermütig. Da war ich nochmal übermütig. Ich denke immer, komm, zweiter Schlag müsst ihr doch eigentlich staggern, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich versuch's trotzdem. Das ist so dämlich einfach. Egal, wir hatten nicht wirklich was zu verlieren. Wir können einfach das Zeug wieder aufsammeln. Eigentlich wird es sich schon fast lohnen, hier ein bisschen Menschlichkeit reinzustecken, aber das will ich gerade noch nicht. So, der hat gesessen. So, heilen. Gleich haben wir auf jeden Fall einen Titanit-Dämon, den wir irgendwie erledigen müssen. Wie auch immer. Einfach wird er nicht. Okay, der hat mich schon bemerkt. So, Speerträger, komm mal raus hier. Also ich finde, Speere sind echt in Fantasy Games meistens richtig unterrepräsentiert, obwohl das eigentlich die Schlachtwaffe schlechthin ist. Wann kriege ich es endlich mal hin, ihn zu backstabben? Puh, da habe ich noch Glück gehabt, dass ich rechtzeitig blocken konnte. So, Backstab. Nicht, dass es jetzt noch wirklich nützlich wäre, aber... Komm. Passt schon. Ja, der hatte noch einen Kumpel, stimmt ja. So, Freundchen. Zack, erledigt. Einmal hoch und dann gibt es einen Titanit-Dämon zu töten. Und das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Hehe, die Macht des Cliffhangers. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Lasst konstruktive Kritik, gleich ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann... ja, bei der nächsten Folge, in 2 Tagen also wieder. Bis dahin, cheerio!